Unter dem Titel Energiesicher lud die Holzfeld-Murau gemeinsam mit dem Land Steiermark zum bereits 5. Energiecamp, das in den Seminarräumlichkeiten des Brauhaus zu Murau abgehalten wurde. Innovative Strategien für eine sichere Energiezukunft standen bei den hochkarätigen Vortragenden im Mittelpunkt. Vorträge, Diskussionsrunden, innovative Beispiele und eine Innovation Lounge mit Business Cases aus diesem Bereich standen auf dem Programm. Ich denke, dass diese Energiecamps mittlerweile wirklich ein Markenzeichen der Holzfeld Murau geworden sind. Sie finden jetzt, wie gesagt, zum 5. Mal statt und ich bin sehr froh und auch sehr stolz darauf, dass es mit dieser Veranstaltung gelingt, auch Experten immer wieder im Bereich Klima und Energie nach Murau zu holen, die dann auch wirklich in Fachvorträgen Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Zum Thema 5 Stufen zur Energiesouveränität referierte Projektleiter Erich Fritz. Die Energiesouveränität ist ja das Maß der Dinge. Wir müssen schauen, dass der erneuerbare Strom bereitsteht, wenn er auch von den Konsumenten benötigt wird. Das heißt, wir brauchen auch Speichermöglichkeiten und das haben wir in unserem Projekt der 5-stufige virtuelle Murau Bezirksspeicher untersucht und da ist herausgekommen, dass wir doch mehrere Optionen haben, nämlich die Energie mit Batteriespeichersystemen zu speichern, mit Pendelspeichersystemen zu speichern, aber natürlich auch unsere regionalen Infrastrukturen wie Heizwerke an das Stromnetz zu koppeln und so Energie, wenn sie im Überschuss vorhanden ist, auch direkt sinnvoll zu verbrauchen. Wie es um den Klimaschutz in der Steiermark bestellt ist, ist in der Klima- und Energiestrategie 2030 festgehalten. Der Anteil der erneuerbaren Energie soll dann bei 40% liegen. Die Ziele sind für 2030, die wir in unserer Strategie drinnen haben, sehr konkret. Aber darüber hinaus, wenn man das Paris-Abkommen sieht, müssen wir den CO2-Ausstoß um 80% senken. Und das ist ein sehr noch viel, viel ambitionierteres Ziel, wo es dann nicht mehr geht, in einzelnen Bereichen sich zu verbessern, sondern wo wirklich eine Denkwende auch kommen muss, wie wir anders vorgehen müssen. Zum Beispiel wird es nicht mehr möglich sein, im Verkehr hier mit fossilen Brennstoffen zu fahren. Im Moment sind wir dabei, das zu reduzieren, aber die Vision ist, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Und hier muss es komplett neue Ansätze geben. Einblicke in globale Zusammenhänge der Energiepolitik vermittelte Climate Warriors Filmemacher Karl Fechner. Also auf der Erfahrung von, weiß ich nicht, 40, 50 Ländern, die ich besucht habe und ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen bin mit diesen Filmen, ja, kann ich sagen, das Entscheidende ist, glaube ich, sich persönlich zu entscheiden. Also wenn man das erstmal getan hat, wenn man sich dieser großen Vision sozusagen mit offenem Herzen und natürlich gutem Verstand und seinem Geld und so weiter, alles das, welche Möglichkeiten, die man hat, verschrieben hat, ja, dann geht alles von selbst. Das war das, muss man sozusagen, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Sie müssen also eine Entscheidung treffen. Und das erlebe ich, ob ich in Japan bin oder in Russland oder wie auch immer. Und ich erlebe auch gleichzeitig dieses ungewöhnliche Zögern, das sich dadurch begründet, dass große Mächte dagegen sind, die wirklich unglaubliche, auch zum Teil wirklich falsche Nachrichten implantieren. Und das müssen wir aushalten. Da müssen wir eben auch ein bisschen, sagen wir mal, auch fleißig sein und auch unsererseits auch als Journalisten dagegen halten und mit klaren Argumenten eben dagegen stehen. Die Filme sind nicht nur emotional. Sie sprechen Emotionen an, aber sie beinhalten auch eine ganze Menge von Fakten und von Informationen und die sind durchgecheckt. Und da kann man sich schon dann danach orientieren. Dass wir längst im Solarzeitalter angekommen sind und welche Ambitionen Dachgoldgründerin Cornelia Daniel in ihrem Projekt 1001 Dach verfolgt, verriet sie in ihrem Vortrag. Ja, unser Ziel ist, 1001 Dächer in Unternehmen zu bringen. Das ist mit 1001 Dach gedacht und mein letztendliches Lebensziel ist, auf jedem Unternehmensdach eine Anlage zu sehen. Das schaffe ich aber nicht alleine, da müssen wir alle zusammenhelfen. Und auch bei den Privaten muss man sich einfach genau anschauen, wie groß ist die Dachfläche und wie viel Eigenverbrauch habe ich. Also bei jeder, der eine Klimaanlage hat oder eine Pumpe, die im Sommer läuft, da unbedingt sich das anschauen und auch wenn die Anlage zu klein ist, kann sein, dass sie spezifisch zu teuer ist, dann gibt es jetzt noch ganz kurz die Möglichkeit, mit der ÖMAG-Förderung zu arbeiten, eine größere Anlage machen und damit in die ÖMAG-Förderung kommen, wo ich einen Überschusstarif gefördert bekomme. Dann geht es auch bei den Privaten viel leichter.
Wie sieht die Zukunft aus? Wie leben wir im Jahr 2035 oder 2050? Dazu gab es interessante Einblicke von Zukunftsforscher Lars Thomsen. Erneuerbare Energien, ob das Wind, Wasser oder Sonne ist, werden überall auf der Welt die Mehrheit der Energieerzeugung darstellen. Im Moment ist es eben noch anders. Wir nehmen ungefähr 78% aller Energien sind fossile Energien und das wird sich 2035 umkehren. 78% werden dann erneuerbar sein und das ist natürlich gut für unser Klima. Was kommt auf die Jugend zu und vor allem müssen sie Angst davor haben? Nee, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, dann merkt man, eigentlich ist es ein unglaublich spannendes Thema. Es verändert sich viel, fast jede Branche verändert sich, ob das Handel ist, ob das Energie ist, ob das Mobilität ist. Überall muss etwas Neues erfunden werden, weil man eben merkt, so wie wir das bislang gemacht haben, ist schon ganz gut, aber es geht noch wesentlich besser. Und dafür brauchen wir kreative, mutige Menschen, die auch mal neu denken können, die etwas Neues ausprobieren. Und ich plädiere tatsächlich dafür, mehr Mut und mehr Kreativität wieder auch in die Schulen und auch in die Ausbildung zu bringen, denn das ist das, was uns wirklich weiterbringt. Und die Industrie braucht dringend frische, neue Gedanken. Und ich würde mir, wenn ich jetzt Kinder habe, keine Sorgen machen, dass die einen spannenden Job kriegen. Auch dieses Jahr gab es wieder über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Energiecamp. Murau als einer der Vorreiter auch in den praktischen Umsetzungen sieht sich als Kristallisationspunkt in der Vermittlung für Know-how in diesen wichtigen Zukunftsfragen, die besonders an die junge Generation gerichtet sind. Wir bedanken uns ganz besonders beim Land Steiermark, allen voran beim Referat Energietechnik und Klimaschutz, die mit der Initiative Ich tu's dieses Energiecamp unterstützen.